Herr Waters. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Sehr geehrter Herr Sommer, mein Name ist Nikolaus Weiß. Bis heute bin ich Teil der Wasahahn Supermarktkette gewesen. Nach einer Ausstiegsmöglichkeit bei den Ballers gesucht hat, ist er mit diesen Infos zu Mutamba gerannt. Ich möchte mich Ihnen hiermit als Arbeitskraft und Informationsquelle anbieten. Ich kann zwar keine besonderen Kenntnisse in dem Bereich des Personenschutzes aufweisen, würde aber von mir selbst behaupten, dass ich ein guter Schütze und Fahrer bin. Hallo? Hallo, Heider, hier ist Butters. Ach, hallo. Was machst du gerade? Ich stehe am Supermarkt. Wir kommen mal kurz vorbei, wir müssen mal kurz über was quatschen. Okay, alles klar, bis gleich. Bis gleich. Lass mal dahin, ich würde gerne mal mit denen reden. Da bin ich ja mal gespannt. Aber kein Bock selber zu fahren, ich fahre eine Limousine bitte. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Hallöchen. Hallo. Wunderschön. Was war gestern bei euch los? Also ich war gestern im State, ich habe eine Zeugenaussage gemacht. Nein, das meine ich nicht. Den Typ, den ihr bei euch rausgeschmissen habt. Ach so. Was ist das für ein Hampelmann, warum habt ihr den rausgeschmissen? Okay, also der hat gesungen bei einer Gang. Bei den Ballers. Ja. Okay, das erklärt, wie die Ballers damit reinkommen. Und hat bis zum Ende felsenfest darauf beharrt, dass wir die Sache nicht beweisen können. Wir hatten aber genug Infos, um dann letztendlich, also für uns war die Sache relativ klar, auch ganz am Ende nochmal mehr. Und okay, und ihr habt den Typ in den See geschmissen. Warum? Bekommen, die Wahrheit zu sagen und zu gehen, lebend oder zu lügen und zu sterben. Und der hat sich für die Lüge entschieden. Okay, aber der hat es überlebt. Was? Ja. Unmöglich. Ist möglich. Ach. Ansonsten wäre ich nicht hier. Bitte? Was war da los? Nix, der hat zwei Kugeln im Kopf gekriegt. Und in das See geschmissen. Der ist untertaucht wie sonst was. Ahmed hat ihn unterdrückt. Vielleicht hat den irgendein Fischer Ach du Kacke. Ja, auf jeden Fall lebt er. Wieso komme ich damit zu euch? Ich habe damit eigentlich gar nichts zu tun. Mir ist das auch eigentlich herzlich egal. Aber das ist augenscheinlich ein Typ. Den haben meine Jungs damals für euch getestet oder irgendwas, ne? Also der war schon mal am Casino, habe ich gehört. Ja, richtig, ich erinnere mich, ja. Und das ist irgendwie so ausgegangen, dass der Typ ein ziemlicher Idiot gewesen ist und wir haben den vom Dach geschmissen. Weil das wohl... Okay, das mit dem Dach weiß ich gar nicht ein richtiger Hampelmann gewesen ist. Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Tatsächlich ist das auch eine ganze Weile her. Ich habe es auch eben gerade nur gehört. Fakt ist auf jeden Fall, dass der Typ zu mir kommt und bei uns Schutz suchen will, vor euch. Und dann will ich natürlich wissen, was ist das für ein Typ? Ja, also, was das halt so für ein Typ ist, der... Ich habe einen riesen Brief, von hier bis nach Südmeppen, 50 Millionen Zeilen, wo genau drin steht, was bei euch da gestern vorgefallen ist. Und okay, dass er gerne in meinen Reihen Schutz suchen möchte. Aber wenn ihr einen mit Grund aus dem Weg räumen wollt, bin ich ja der Letzte, der irgendwelche 31er bei mir aufnimmt, damit andere Leute den nicht kaputt machen. Guten Tag. Hallo nur. Aber das ist an euch, das rauszufinden. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich biete euch nur an, euch den vor die Füße zu setzen. Das würden wir dankend annehmen. Ich werde den bei mir als Praktikanten aufnehmen. Die anderen tragen alle eine rote Krawatte. Außer er hat eine schwarze. Damit ihr den erkennt, in meinen Reihen, werde ich dem eine grüne Krawatte anziehen. Und dem erzählen, die grüne Krawatte wäre die Praktikantenkrawatte. Okay. Denn ich werde den umstylen, weil ich dem natürlich irgendwie eine Geschichte auftischen muss, dass ihr den ja nicht erkennen dürft und so ein Quatsch. Aber das heißt, der mit der grünen Krawatte, wisst ihr immer, wer das ist. Ja. Und dann werde ich mich bei dir melden und dann können wir einen Treffpunkt ausmachen. Gut, ich weiß Bescheid. Ich melde mich bei euch. Alles klar. Alles klar. Einen schönen Abend. Erinnert uns auch. Tschüss. Lass uns im Casino, Jungs. Oder komm, wir fahren einfach mal bei denen zu Hause vorbei. Vielleicht ist da ja einer. Update für dich. Ich war gestern bis, glaub, fast 1 Uhr mit Steinfeld bei der Verhandlung der Stickers.
Mhm. Die sind alle raus. Okay. 66.000 und keine Ahnung, Haftzeit wurde nachher verrechnet. Oh, warte, ich versuche mal Gaspar anzurufen. Wisst ihr, ob man bei denen was gefunden hat? Anscheinend nicht. Caspar und drei andere sind noch freigesprochen worden. Okay. Hier wird gefühlt auch immer voller. Wie haben die denn den Pounder hier reingekriegt? Ach nee, wir wollten zu den Dullis, ne? Ja, richtig. Dreht euch mal um. Umdrehen. Gut, wir können. Lebensweisheit. Nutze ein Klo, solange es in der Nähe ist. So, warte ganz kurz. Ich muss Hände waschen. So. Ja. Herr Butters, ich habe die Nummer von Cello. Ja, super. Ich brauche nur gleich kurz ein neues Hemd. Okay, hier sind jetzt hier keine Glasscherben liegen. Noah macht die Sitzheizung an, damit meine Hose trocknet. Na klar. Ein Furtelatz, meine Hände sind gewaschen. Hm. Ja, immerhin. Ich fahre dich eben zum Kleiderladen, ne? Ja. Mahlzeit. Ja, das passt, danke. Okay. Von rechts und links und links. Und links. Und links. Brian. Und links. Und links. Hallo Steinfeld. War ja warm oder wo hast du dein Jackett gelassen? Ich habe in einen Pool gepisst, wollte mir in einem anderen Pool die Hände waschen, bin in den Pool reingefallen und ja. Okay. Ich muss sagen, ich habe jetzt nicht so viele Veränderungen vorgenommen, aber so. Oh. Ich dachte, jetzt kommt dieser Standardspruch, wenn du irgendwo anders zu Besuch gehst. Ich hab's gar nicht geschafft aufzuräumen. Weißt du, alles ist komplett geleckt, total sauber, aber man will trotzdem irgendwie... Steinfeld, das ist aber ja unordentlich bei dir. Sag mal, ich hab nie gesagt, dass es unordentlich ist. Ich hab nur gesagt, dass ich keine großen Veränderungen vorgenommen habe. Ah, immer wieder schön in einem Büro zu sein. Du hast es tatsächlich mit der Aussicht, hätte sich auch schlechter treffen können, oder? Ja, ist das andere noch ein bisschen besser, aber die Aussicht ist generell bei allen sehr gut. Also da kann man es einfach nicht schlecht treffen. Ja, es gibt ja welche, da lassen sich die Rollos nicht so richtig hochfahren. Ja, das stimmt. Da ist das hier halt schon ganz geil. Für dich ganz kurz zur Aufklärung, Steinfeld. Die Wahrsagen-Leute haben ein Nickerchen gemacht. Ja, mache ich auch mal. Aber klar, natürlich bin ich hier. Habe einen kurzen Spaziergang nochmal gemacht, wollte mich hier nochmal umsehen. Ja, dann heute augenscheinlich ein bisschen sportlicher unterwegs. Das ist auch ein seltenes Bild. Butters auf einem Fahrrad. Ja, das ist eine falsche Richtung. Das war schon raus aus der Stadt. Was ist das eigentlich? Hier war ich noch nie. Ist das ein Parkhaus einfach? Also, wo kommt man runter? Oh, wenn das eine Wohnung dabei hätte, Alter. Das wäre ja...
Yep. Alles okay bei dir? Nicht, dass du ein Fahrstuhl hast? Ja, nee, ich bin, so? Ich bin nur noch mal eine Runde spazieren gegangen. Ich bin gleich da. Oh, okay. Bis gleich. Bis gleich. Ihr glaubt mir nie, was ich gerade gemacht habe. Du bist den Fahrstuhlschacht runtergeflogen. Nee, ich bin Fahrrad gefahren. Oh je, Jackson ruft mich gerade an. Mhm. Oha. Ja. Gut, aber dann lass uns da übermorgen weitermachen, wenn wir auch vollzählig sind und so. Noah, du kannst dann einmal mit den Jungs Rücksprache halten, was da Neues ist. Ja. Und ansonsten packt euch einmal schon mal gerne von den Dullis wie den Dave Morrow oder so, falls ihr den kriegt, dann guckt, was ihr aus dem rausbekommt. Soll ich mit Grizzly reden, wenn ich den erwische? Nee, da wäre ich gerne bei. Dem okay. Würde ich gerne selber den Arsch aufreißen. Was ist mit dem? Einer von unseren Jungs hat wohl eine dicke Fresse am Holzverarbeiter gehabt. Er sagt, das wäre nicht ganz so. Ich glaube schon, dass das so ist. Weil Grizzly hat danach an Van Bach eine SMS geschrieben, dass er da wohl irgendwie eine dicke Fresse hatte. Nichtsdestotrotz sind die Omerta wohl mit zwei Autos vorgefahren und haben einem unserer Leute Holzverarbeiterverbot erteilt. Was? Yep. Omerta. Yep. Omerta hat jetzt ein ganz anderes Problem, weil das ist auftreten als Gruppierung und in behindertster Weise. Oh, stimmt. Die oh. haben Gangverbot. Und erteilen Verbote oh. an Verarbeitern, zudem noch legalen Verarbeitern. Oh, da habe ich gar nicht. Oh. Oh, die haben jetzt ein ganz anderes Problem. Eieiei. Vor allem gehe ich da noch vor 2 Wochen hin und frage, was das jetzt ist bei denen, weil die halt am Haus wieder mit vielen Leuten waren und so weiter, die Eingänge zugeparkt hatten und so. Laufe ich da rein, frage die Leute und die sagen mir, nö, wir sind gar nicht, wir wohnen hier nur, wir machen hier nichts und so weiter. Ah, also. Das wird lustig noch. Das wird sehr lustig oh, noch. Stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Okay, gut. Scheinfeld, ich schlafe bei dir im Gästebett. Ja, kein Ding. Gut. Ist ja nur ein Bett da. Viel Spaß, schönen Abend.